Sind Sie Deutsche? Ja. Jetzt hat's geklärt. Hallo, Kevan. Ja, dieses Thema Migration, Gründe und Grenzen der Zuwanderung. Da würde ich gerne mal mit einer persönlichen Frage beginnen. Und zwar, wie fühlst du dich, Feroz, in die deutsche Gesellschaft integriert? Bestens, würde ich sagen, aus meiner eigenen subjektiven Wahrnehmung. Ne? Manche würden sagen, politisch motiviert, überintegriert. Also auch das gibt es, ne? Dass man da gewisse Vorstellungen überholt hat. Aber in meinem Fall würde ich sagen, hat es gut geklappt. Und Belasch, wie fühlst du dich integriert? Wie fühle ich mich integriert? Ich weiß gar nicht, ob ich diese Integrationsnummer jetzt wirklich, was die Definition angeht, mit allen anderen Leuten teilen will. Also jeder hat, glaube ich, nicht jeder, aber viele Leute haben unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf Integration. Vielleicht kommen wir gleich danach. Ja, auf jeden Fall. Dafür ist diese Sendung da. Es ist einfach nur eine kurze Einstiegsfrage, die ich auch gerne an Kevan weitergeben möchte. Ich habe mir da nie so drüber Gedanken gemacht, weil ich mich nicht als Deutscher oder so verstehe, sondern ich sehe mich einfach als Mensch. War übrigens immer schon so. Und wenn man mich jetzt vor 3 Jahren gefragt hätte, ob ich integriert sei und ich den Begriff so benutze, wie er umgangssprachlich benutzt wird, hätte ich gesagt, ja. Die Corona-Zeit hat gezeigt, dass ich überhaupt nicht integriert bin. Da bin ich sehr stolz drauf. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung. Ich stelle dir jetzt auch diese Frage. Okay, Mann. Okay. Nikolai, ja. Wie fühlst du dich integriert? Katastrophal, ey.